Willkommen zum Telekolleg Europa Universalis 4. Hier ist euer Steinbein und dies ist die zweite Lektion im Kurs. Heute geht es um die Händler. Sie sind eure Gesandten in Handelsfragen, denen ihr Aufträge erteilen könnt. Sie haben sogar Namen und das Lustige ist, entweder sind sie unsterblich oder sie nennen ihre Kinder immer nach sich selbst, denn über die Jahrhunderte hinweg bleiben die Namen gleich. Händler können zwei Dinge tun. Entweder schöpfen sie Gewinne in Handelsknoten ab oder sie leiten Handelsgüter an den nächsten Knotenpunkt weiter und falls mehrere Routen möglich sind, könnt ihr mit ihnen sogar bestimmen, welcher Weg genommen werden soll. Euer oberstes Ziel sollte es sein, so viel wie möglich Handelswert über eine möglichst weite Strecke in euren Haupthandelsplatz zu bringen. Aber was ist der Haupthandelsplatz nun wieder? Jedes Land hat so einen. Ihr erkennt diesen an einem kleinen goldenen Kistensymbol oben in der Handelsknotenanzeige auf der Handelskarte. Mit dem DLC Wealth of Nations kann man ihn auch für 200 Diplomatiepunkte verlegen. Das Tolle am eigenen Haupthandelsplatz ist, dass man dort auch ohne einen Händler Handelsgewinne abschöpfen kann. Und das Tolle am Händler ist es, dass man mit ihm auch in anderen Handelsknoten Gewinne abschöpfen kann. Allerdings ist Letzteres mit Vorsicht zu genießen, denn wenn ein Händler dies tut und nicht in seinem Haupthandelsplatz ist, reduziert sich der Handelseinfluss auf die Hälfte, was direkten Einfluss auf die Handelseinnahmen dort hat. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn man in der Ferne Besitz und Einfluss hat, aber den Weg von dort zum eigenen Handelsknoten nicht ausreichend kontrolliert. Dann kann es durchaus besser sein, das weniger abzuschöpfen, als es direkt an die Handelszentren, die von den Konkurrenten dominiert werden, weiterzuschicken. Langfristiges Ziel sollte es aber sein, eine Kette von Handelsrouten aufzubauen, in denen ihr hohen Einfluss habt und mit den Händlern dafür zu sorgen, dass hohe Werte über diese Route laufen. Bei Handelszentren, von denen mehrere Routen ausgehen, könnt ihr mit dem Händler bewusst bestimmen, wo ihr den Handel hinlenken wollt. Auf der Handelskarte könnt ihr diese Richtung schnell mit einem Klick ändern. Das Weiterleiten des Handels hat mehrere Vorteile. Jeder Händler, der den Handel steuert, erhöht den Handelswert der Waren. Und das funktioniert so. Der erste Händler mit 5%, der zweite mit 2,5% und so weiter. Maximal 5 Händler erhöhen den Handelswert. Ab dem 6. Händler hat dies keinen Effekt mehr. Modifiziert wird dies noch durch den Wert der Handelssteuerung. Im Endeffekt können also vom Produktionsort bis zum letzten Handelsort die Waren deutlich dadurch an Wert gewinnen. Es hat einen weiteren Vorteil, den Handel zu steuern und nicht zwischendurch abzuschöpfen. Denn für jeden Händler, der auf einer Route in die Heimat den Handel weiterleitet, bekommt ihr in eurem Haupthandelsplatz plus 10% Handelseinfluss. Um viel Geld zu verdienen, sind lange Handelsrouten also besonders gut. Und um diese zu steuern, braucht man viele Händler. Doch wie kommt man an diese Händler? Jedes Land bekommt schon mal 2 Freihaus. Über verschiedene Ideengruppen gibt es weitere. In den Handelsideen 2 Händler zusätzlich, über die Expansionsideen 1, über die Plutokratieideen ebenfalls 1. Und seid ihr eine Handelsrepublik, gibt es ebenfalls einen Händler zusätzlich. Sehr wichtig sind die Kolonialnationen und die Handelskompanien, wozu man allerdings die DLCs Eldorado und Wealth of Nations braucht. Für jede Kolonialnation mit mehr als 10 Provinzen gibt es einen Händler und für jede Handelskompanie, mit der ihr in dem entsprechenden Handelsknoten mehr als 50% des Handels kontrolliert, einen weiteren Händler. Außerdem gibt es noch bestimmte Events und Entscheidungen, die euch Händler einbringen, zum Beispiel die Gründung der Ostindischen Handelskompanie. Wieso ihr wie viele Händler habt und wo diese sind, erfahrt ihr übrigens, wenn ihr mit der Maus auf das Händlersymbol oben in der Leiste fahrt. Das war's für dieses Mal. Ergänzungen oder Fehlerkorrekturen findet ihr in der Videobeschreibung. Und das nächste Mal widmen wir uns dem Handelseinfluss, dem entscheidenden Faktor auf dem Weg zur Handelsmacht. Macht's gut! Euer Steinbein.